My Lord, wir alle hoffen, Ihre Arbeit wurde auf der Konferenz gut aufgenommen und freuen uns auf Ihre Rückkehr. Wie so oft bei diesen Schreiben wollte ich Ihnen von einem Zwischenfall mit unserem kleinen Engel berichten. Offenbar haben sich die anderen Mädchen an Laras Schule über sie lustig gemacht. Soweit ich entnehmen konnte, haben die jungen Damen sie damit aufgezogen, dass sie zu jungenhaft sei. Sie ziehen sie nicht noch einmal auf, doch ich glaube, die Worte haben sie getroffen. Ich glaube, Lara vermisst ihre Mutter in letzter Zeit. Sie sorgt sich, dass sie nicht wie die anderen Mädchen ist. Da sie nur mit ihrem Vater aufgewachsen ist, verwundert es kaum, dass sie keinen Bezug zu ihnen hat. Vielleicht wäre ihre neue Freundin Anna ein willkommener Einfluss. Sie könnten sie doch einmal mitbringen, damit Lara sie kennenlernt. Den richtigen Moment dafür zu finden, überlasse ich Ihnen. Eine sichere Rückreise. Hochachtungsvoll, Winston. Oh, Winston, er hat wirklich auf mich aufgepasst. No, ich finde ihn voll niedlich. Hier rechts war gerade die Tür. Ich gehe mal kurz hier nochmal rum. Hier konnte man ja auch reingehen. Oder ist das einfach nur der andere Zugang zum Atelier? Nein, das Schlafzimmer. Oh Gott. Nach allem, was Atlas getan hat. Ich glaube, das war Dads Taschenuhr. Ups. Genau um 12 Uhr nachts stehen geblieben. Wie konntest du ihm von der Expedition erzählen? Mir wurde alles zu viel. Ich musste mit jemandem reden. Er ist doch schließlich mein Bruder. Ich traue ihm nicht. Musst du auch nicht, Richard. Aber bitte, vertrau mir. Tut mir leid, Liebling, aber ich kenne ihn. Er geht an die Presse, dann springen die Investoren ab. Dann geh, ohne mich. Heute Nacht. Ich kümmere mich um Atlas und treffe dich nächste Woche in Tibet. Ich war so jung, aber an diesen furchtbaren Streit erinnere ich mich. Meine Eltern hatten es nicht immer leicht. Naja gut, so furchtbar war er jetzt nicht. Aber es ist schon bitter, dass, ich sag mal, ein Mensch, dieser Onkel Atlas, die ganze Familie so terrorisiert hat. Das ist Dad. Ist wohl Familientradition, aber ich kann mir nicht vorstellen, sowas von mir machen zu lassen. Es wäre offensichtlich die erste weibliche Büste, die man hier in dem Haus sehen würde. Das Parfum meiner Mutter. Dieser vertraute Duft. Ich sehe sie beinahe vor mir. Mom an ihrem Hochzeitstag. Sie sieht so schön aus. Das ist dann wohl, ist das das Lieblingsbild des Vaters oder ist das das Datum des Hochzeitstags? Da steht ein Datum. Irgendwas im Oktober. Mist, die Zahl ist verblasst. Oktober. Ihr Hochzeitstag war im Oktober, aber an welchem Tag? Oh, Mann, dass ich das nicht weiß. Irgendwo muss noch ein Hinweis sein. Ich erinnere mich. Den hat Dad Mom zum Geburtstag geschenkt. Den? Das ist eine Kette. Was steht da? 13. Oktober. Moms Geburtstag. Ich bin sicher, meine Eltern haben im Oktober geheiratet. Ich glaube, um Moms Geburtstag herum. An einem Geburtstag heiraten? Wirklich? Das finde ich irgendwie komisch. Ich glaube, diese Reise war nötig, damit ich den Schritt wage. Ich konnte Richard in seinem Element erleben. Seine besten und schlechtesten Seiten. Ich habe die Reinheit und das Chaos seiner Leidenschaft erlebt. Und habe erkannt, ich will seine Leidenschaft in meinem Leben. Jeden Tag. Es ist getan.
Richard wollte noch 4 Tage bis zu meinem Geburtstag warten, aber ich nicht. Wenn ich mich für etwas entscheide, handle ich auch. Wir haben eine kleine Kapelle in Luxor gefunden. Roth und die anderen waren dabei, als wir uns bei Sonnenuntergang in diesem herrlichen Land das Jawort gaben. Mutter wird mir nie vergeben. Atlas wird wütend sein. Aber das kümmert mich nicht mehr. Ich bin frei von den Verpflichtungen der Demornays. Frei, meinen Leidenschaften zu folgen, umgeben von jenen, die mich ermutigen und herausfordern. Ich freue mich auf die Zukunft, was immer sie bringen mag. Morgen kehren Richard und ich als die Crofts nach London zurück und gehen gemeinsam unseren Weg. Die Hochzeit in Luxor war Moms Idee, das habe ich gar nicht gewusst. Ich bin froh, dass ich nach all den Jahren neue Einblicke in ihr Leben bekomme. Ja, und wir haben auch einen Einblick bekommen, und zwar, ich muss mir das mal eben aufschreiben, weil ich weiß, dass ich weiß nicht, ob das dann gleich hier irgendwo erwähnt wird, speziell dieses Datum. Aber hier steht irgendwo, wo war es? Richard wollte noch 4 Tage bis zu meinem Geburtstag warten, aber ich nicht. Also haben sie 4 Tage vor ihrem Geburtstag geheiratet. Ihr Geburtstag war am 13. Oktober. Also haben sie am 9. Oktober geheiratet, richtig? Ich werde mir das mal ganz kurz, nicht unbedingt auf meinen Einkaufszettel. Ja, hier vor mir liegt auch mein Einkaufszettel. Sie haben am 9.10. geheiratet. Okay. Hoffe ich, dass ich das jetzt richtig gedeutet habe. Amelia wäre dagegen gewesen. Das allein hätte ausreichen sollen. Aber ich bin, wie ich bin, ein sturer Narr. Ich habe die Türen des Westflügels verschlossen und werde sie nicht wieder öffnen, bis entweder mein Leben oder meine Sturheit endet. Am Vorabend sagte Roth, ich würde meine Meinung noch ändern. Wie ein gebrochener Arm würde die Wunde heilen und eines Tages würde der Gips abfallen und wir wären wieder gesund. Die plumpe Metapher machte mich wütend, als wäre unser Verlust nicht mehr als eine Unannehmlichkeit. Harte, doch wahre Worte, aber ich habe getan, was ich muss. Vielleicht reißt Lara eines Tages die Türen wieder auf und lässt die Sonne hinein. Vielleicht findet sie ihren Frieden an diesem Ort. Ich weiß, dass Dad nicht damit klarkam, was passiert war. Aber es ist Zeit, den Westflügel wieder zu öffnen. Man muss die Vergangenheit hinter sich lassen. Wenigstens funktioniert das alte Ding noch. Das alte Ding? Da ist ein Ring. Moms Ehering. Hab mich immer gefragt, was damit passiert ist. Wow. Das ist ein fetter Klunker. Ist da irgendwo ein Datum eingraviert? Die Inschrift ist verblasst. Toll. Aber sehr, sehr schick. Wenn auch protzig, sehr schick. Ich platze vor Stolz. Amelia ist schwanger. Unglaublich, wie ein so simples Ereignis das ganze Leben verändert. Wir wissen noch nicht, was es wird, aber wir überlegen uns schon Namen. Vielleicht Benjamin nach meinem Großvater. Oder auch Griffin? Er war ein noch berüchtigterer Croft als ich. Nein, Amelia ist dagegen und überzeugt, dass es ein Mädchen wird. Sie mag Klassiker wie Scarlett oder Kate, aber ich konnte sie für Lara begeistern. Eine Anspielung auf den Sonnengott Ra und unsere Zeit in Ägypten, in der das Kind gezeugt wurde. Ich denke viel über dieses neue Leben nach. Wie ähnlich sie uns wohl sein wird. Bei all meinen Forschungen zu Unsterblichkeitsmythen habe ich vielleicht die offensichtlichste Antwort auf die Fragen, die mich quälen, ignoriert. Wir leben durch unsere Nachkommen weiter. Unsere Gene, DNS, Erfahrungen. Weitergegeben über Generationen. Vielleicht ist das die simple Wahrheit des ewigen Lebens. Und ich war einfach nur zu stur, sie zu akzeptieren. In gewisser Hinsicht hat Dad das Geheimnis der Unsterblichkeit herausgefunden, es aber nicht realisiert. Und ich bin froh, dass sie sich für Lara entschieden haben. Vielleicht hat Dad das Geheimnis der Unsterblichkeit entdeckt, ohne es zu wissen. Gut, dass sie das nochmal wiederholt hat. Okay.
Aber ich finde das hier trotzdem irgendwie einen traurigen Ort. Das Schlafzimmer. Okay, da müssen wir jetzt also noch in das Atelier, das auf der anderen Seite ist. Können wir hier nicht einfach Feuer machen? Gut, es wird jetzt nicht so viel bringen, aber es wird ein bisschen wärmer aussehen. Seit Jahren unberührt, so wie sie es verlassen hat. Und sie hat offensichtlich den Herrn Croft gezeichnet. Ich hatte meiner Familie die Stirn geboten und Richard und unsere Liebe verteidigt. Doch mit Einzug in das Croft-Anwesen kamen mir Zweifel. Wie sollte die Liebe in diesen gähnenden Räumen überleben? Hatte ich einen schrecklichen Fehler gemacht? Ich war noch nie so froh, mich geirrt zu haben. Richard hat mich mit einem Spiel auf den Anwesen willkommen geheißen. Es war eine Notiz aus 5 verschiedenen Sprachen, doch sie wies mir den Weg. Der nächste Hinweis war ein scheinbar leeres Stück Pergament in der Küche, wo die Wärme einer Kerze eine Nachricht aus Zitronensaft zum Vorschein brachte. Grinsend wie ein Kind habe ich seine Rätsel gelöst und bin der Spur bis zum Ende gefolgt. Eine weiße Tischdecke auf der Wiese und ein Picknick. Wir lachten und aßen und mit dem Morgennebel schwanden auch meine Zweifel. Die Liebe kann und wird siegen. Ich hab ein bisschen Gänsehaut gerade. Gut gemacht, Dad. Du wusstest, wie schwierig die Entscheidung für sie war und hast sie ja einfach gemacht. No. Daran erinnere ich mich gar nicht. Könnte ich mich doch nur daran erinnern. Mom starb zu jung. Tja. Was ist da passiert? Wie ist sie gestorben? War mit mir als Baby. Habe ich noch nie gesehen. Unfassbar, dass ich mal so klein war. Okay, ist das aber offensichtlich auch nicht das Lieblingsbild. Wir suchen ja noch das Lieblingsbild. Oder ist das das Lieblingsbild? Moms Gemälde. Welches mochte Dad am liebsten? Das von sich selbst? Okay, das klingt fast schon hart, aber... Ich war heute kurz daheim, um meine letzten Gemälde zu holen. Besser gesagt, im Heim meiner Familie. Atlas war da, schlecht gelaunt wie üblich. Doch über seine gemeinen Sticheleien gegen Richard konnte ich nur lachen. Dass ich jemals auf den Rat meines verbitterten Bruders gehört habe. Meine Zurückweisung machte ihn nur noch wütender. Ich ließ ihn vor sich hin brummelnd in Vaters Arbeitszimmer zurück. Auf der Rückfahrt machte Winston einen Umweg durch die Landschaft und ich sah meine Gemälde durch, darunter auch Richards Lieblingsbild, ein abstraktes Bild mit roten Blöcken. Lächelnd beschloss ich, es ihm zu schenken. Ich war glücklich und auf dem Weg nach Hause. Ein abstraktes Bild mit roten Blöcken. Es muss für sie so schwierig gewesen sein, ihre Familie zu verlassen. Rote Blöcke. Dads Lieblingsbild. Vielleicht finde ich auf diesem Gemälde einen Hinweis auf die Kombination. Okay, zurück zum Arbeitszimmer und dem Safe. Okay, was... Das ist das Bild mit den roten Blöcken. Und sie hat offensichtlich den nötigen Hinweis. Es sind 4 rote Blöcke. Ist das vielleicht eine 4? Also... Ich guck mal kurz. Ägyptische Krone. Wie alt war ich da? 6, 8? Das wird ja eine 5 gewesen sein. Der Anhänger... Und das war's? Jetzt erinnere ich mich. Jeder Bezirk im alten Ägypten hatte ein Symbol und eine Zahl. Ich fand die Symbole schon immer schöner als die Zahlenhieroglyphen. Aber in welcher Reihenfolge? Das habe ich schon wieder vergessen. Aber sind wir denn jetzt hier wirklich schon durch? Also haben wir denn die Kombination jetzt? Das war fast richtig, Schatz. Hier, ich zeig's dir. So, siehst du? Sehr gut, Lara. Sehr gut. Wie mein Leben wohl geworden wäre, wenn sie nicht gestorben wäre. No.
können wir uns nicht hinsetzen und ein Lied trillern? Um die Stimmung aufzuheitern. Okay, hier geht's noch nach oben. Dann machen wir das auch mal. Wenn ich's kann, Lara, können wir nach oben? Ja. Eine Kiste. Das war für eine Ausstellung von Mams Werken in London. Wie gern würde ich die heute sehen. Gallery of Fine Art. Hier steht, Amelia Croft plant, ihre Werke in New York zu präsentieren. Was wohl daraus geworden ist? Hat sie das denn noch geschafft? Lara kam heute zur Welt. Es war etwas dramatisch, aber alles ist gut. Sie ist ein gesundes, schönes Baby. Richard ist gerade weggegangen. Ich habe ihn noch nie so glücklich gesehen. Bestimmt feiert er heute Abend mit seinem Lieblingswhisky. Es ist jetzt ruhig und friedlich. Nur der sanfte Klang des Regens und die leisen Schlafgeräusche dieses neuen Lebens in meinen Armen. Lara. Lara Croft. Meine liebe Tochter. Mein Gefühl lässt sich kaum in Worte fassen. Wir haben eine Verbindung. Etwas, das ich nie erwartet hätte. Eine so starke, reine Liebe. Eines Tages wirst auch du sie spüren. Ganz gleich, wohin du gehst oder wo auf der Welt du deinen Platz findest, diese Verbindung wird uns immer bleiben. Ich fühle diese Verbindung zu dir immer noch, Mom. Oh, ich muss sagen, ich bin ja wirklich ein sehr gefühlsbetonter Mensch. Und ich habe hier bei dieser Geschichte irgendwie seit knapp einer halben Stunde Dauergänsehaut. Puh. Ich finde die Geschichte traurig. Also, wie sie geendet ist. Schön, dass ich noch so viele von Mams Werken habe. Okay, dann gehen wir mal zurück. Aber in welcher Reihenfolge war das nochmal mit dem Passwort? Beziehungsweise mit dem Code? Ich werde den jetzt wahrscheinlich selber eingeben müssen. Denke ich mal. Befürchte ich mal. Dad, was bewahrst du hier drin auf? Nichts wirklich Wichtiges, Lara. Hausunterlagen und sowas. Wenn es nicht wichtig ist, warum legst du es dann in den Safe? Ich sollte wissen, dass ich dir nichts vormachen kann. Es ist etwas Wichtiges hier drin. Und zwar für dich, falls du es eines Tages brauchst. Na, hoffentlich hast du dich für mich eingesetzt, Dad. Das hoffe ich auch. Okay, ich habe alle Hinweise. Mal sehen, ob ich es hinbekomme. Es sind drei Zahlen. Okay, Moment. Nein, Fehlanzeige. Die Antwort muss in den Hinweisen stecken. Ja, das ist mir bewusst und genau da wollte ich jetzt nämlich nochmal reingucken. Was war denn die Reihenfolge? Also okay, das hier. Jetzt erinnere ich mich. Glyphen. Jeder Bezirk im alten Ägypten hatte ein Symbol und eine Zahl. Es war die 5. Dann brauchen wir wahrscheinlich die 9 für den Oktober, für den 9. Oktober, richtig? Und oder die 9 und die, naja, die 9 und die 10 kann es ja nicht sein. Okay, finden wir hier nochmal irgendwo das mit den Hinweisen? Herrje, merk dir die Kombination, du alter Narr. Laras Expeditionsschatz, mein Lieblingsgemälde von Amelia, unser Hochzeitstag. Laras Expeditionsschatz ist die Zahl 5. Mein Lieblingsgemälde von Amelia hat 4 rote Blöcke, 5-4 und der Hochzeitstag war am 9.10. 5-4-9, könnte das sein? 5-4-9. Tatsache! Yippie! Ein schönes Gefühl, dass Dad das behalten hat. No. So was habe ich auch mal gemacht. Damals, Kindergarten. Nein, danach suche ich nicht. Ich bin wie betäubt. Es erfordert all meine Willenskraft, nicht der überwältigenden Trauer zu erliegen. Amelias Flugzeug in den Bergen abgestürzt. Sie starb allein im Schnee, in der Hoffnung, dass ich sie finde. Oh Gott, nicht sie, nicht jetzt. Ich ertrage das nicht. Ein Leben ohne sie ist unvorstellbar.
Ich weiß, was ich tun muss. Ich bin entschlossen. Ich werde sie zurückholen. Vielleicht bin ich deswegen hier. Vielleicht ist das Schicksal ein Test meines Glaubens an die Wahrheit, die ich so lange suche. Roth wird dagegen sein, aber um Laras Willen, ich kann ihr nicht in die Augen sehen, wenn ich es nicht versuche, Emilia zurückzuholen. Die Mönche bereiten das Elixier zu. Dann wird sich zeigen, ob meine lange Suche nach der Wahrheit umsonst war. Dad, oh nein, was hast du getan? Okay, also wir haben jetzt zumindest erfahren, was mit der Mutter passiert ist. Sie ist abgestürzt mit ihrem Flugzeug in den Bergen, im Schnee. Und er hat sich aufgemacht, um ihre Leiche zu bergen. Und offensichtlich mit einem Unsterblichkeitstrunk sie zurückzuholen. Denke ich. So deute ich das jetzt, dass er das versucht hat. Dad, was hast du getan? Dads Fortsetzung zu seinem ersten Buch über Unsterblichkeit hat es nie veröffentlichen können. Handgeschrieben, das ist das einzige Exemplar. Verdammt, auch nicht. Ich war sicher, dass hier drin ein Testament ist. Halt, was ist das? Eine leere Seite. Ja, wahrscheinlich nicht ganz. Wir werden wahrscheinlich wieder eine warme Quelle brauchen. Dad muss mir den hinterlassen haben. Bestimmt ist er wichtig. Dann gehen wir doch einfach mal da vorne zu dem Kamin. Den haben wir ja schon angezündet. Irgendwo, dachte ich. Hatten wir hier nicht auch einen Kamin angezündet? Bin ich jetzt total verwirrt? Offensichtlich. Gut, dann gehe ich halt zu dem Kamin da unten. Irgendwie kann sie hier nicht schneller laufen, falls ihr euch jetzt wünscht. Lauft auch schneller, sie kann es nicht. Sie möchte nicht. Können wir das da angucken? Eine Geheimnachricht. Okay, das ist im Keller, im Dienstbotengang. Und zwar ist hier auf der linken Seite, genau, da wo sie Schach gespielt haben. Und da, wo ich schon mal gesagt habe, ich kann diesen Zettel nicht lesen. Vielleicht. Okay, jetzt muss ich erstmal wieder den Weg dahin finden. Aber ich glaube, das hier ist nicht so verkehrt, wenn wir jetzt hier wieder reingehen. Dann einfach die Treppe runter. Hoffe ich. Aber wir haben immer noch keine Brechstange gefunden. Außer ich habe sie schon irgendwo übersehen. Was sein kann. Hier wollen wir nicht rein, wir wollen weiter runter. So, es soll hier irgendwo sein. Kann man das Ding schieben? Zumindest sah es so aus, als könnte man es schieben. Da ist eine lose Bodenplatte. 555. Brauchen wir da wieder die gleiche Kombination? 549. Welche Kombination brauchen wir da? War doch 549, richtig? Ich habe keine Ahnung. Welche Kombination brauchen wir denn jetzt hier? You're holding on to false.
until the fear has knocked you down. All the rules are changing now. You're living in sin. Everything around you's caving in. Far from the distance.